Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Vampire. Ja, wir sind in dieses Häuschen hier geflüchtet und müssen nun die North Bank erreichen. Ja, ich bin mal gespannt, weil wir das erste Mal mal wieder was zu uns nehmen, uns was genehmigen. Ja, bei dem können wir nicht mehr, der ist schon tot. Der ist dead. Der arme Kerl. Guck mal, ich kann hier drin gar nicht schlagen. So habe ich die Klauen. Aha. Das ist sowas wie eine Spezialfähigkeit dann nur. Ich höre Stimmen. Oh, ich glaube, da will uns jemand besuchen. Sollen wir mal gucken? Öffnen. Hallo, grüß dich. These people want me dead. I need to leave now. Na, warte mal. Doch, da steht was. Da steht irgendwo jemand. Nehmen wir das von hier besser? Ja, auch nicht wirklich. Aber die werden wahrscheinlich gleich kommen. Wir verlassen jetzt eh. Parkour! Here's the leech. Einfach mal so. Einfach so. Weiße Fähigkeit entdeckt. Ich könnte ja mich in einen Schwarm Fledermäuse verwandeln und dann nach oben. Na klar. Natürlich. Wer kennt es nicht? Also es muss ja die Möglichkeit geben, dass man wieder zurückkommt an die Orte, weil wir kommen hier noch nicht rein. Das heißt, die Möglichkeit besteht, wieder hierhin zurück zu ah ne, da komme ich nicht hin. Oder kann ich kaputt machen? Ah. Aber nur das, ne? Die Tür kann ich aber nicht zerstören, ne? Nein. Okay, war ein Versuch. Was ist mit dem Bild? Kann ich das nicht mehr angucken? Nee, auch nicht. Okay, Entschuldigung. So, ich baue noch ein paar Schillings und so. Gib mir doch mal was Schönes. Das ist die Tür, ja? Müsste irgendwas noch hier... Ah, guck mal. Abgenutzter Flock. Also, Nebenwaffen können durch Y verwendet werden. Mit ihnen kannst du spezielle Angriffe ausführen, die Ausdauer verbrauchen. Das ist für Vampire, okay. Wir sind wahrscheinlich dann auch ein Vampirjäger. I'm still in Southwark. I must reach the West End. Southwark. Go back home. Drücke Y, um deinen Flock zu verwenden und Schockschaden zu verursachen. Du kannst einen geschockten Feind... Wie? Ach, noch nicht mal komplett, oder was? Kannst du RB drücken, um Vampirfähigkeiten zu entwässern? Okay, da oben haben wir die EP. Die steigert sich auch, glaube ich. Wir töten mal den nächsten normal. Weil ich glaube, die steigert sich auch einfach, wenn wir die Leute normal töten. Also normal eliminieren. Da du nun Blut hast, kannst du drücken. Ja, toll. Super, jetzt habe ich das schon geopfert. Wer redet da? Where are you, my friend? Come to me. I will zip a little bit on you. Ach, ich muss da runter. Ja, sag das doch. Hello. Kann ich mich auch anschleichen? Warte. Gucken wir mal ein bisschen. Ach, Gesundheit kriege ich nie wieder. Okay, das klappte nicht so, wie ich das vorhatte. I feel like a child learning the limits of my body. Der Typ, den mag ich nicht. Was hast du denn da für ein schönes Ding?
Das habe ich mir gedacht. Er braucht Blut. Ich hab's gemacht, aber er hat nichts getan. Jetzt habe ich auch gelesen gehabt. Aber er hat das Blut nicht verbraucht. Das müsste ja die Fähigkeit sein, zum wieder regenerieren. Status des Bezirks stabil. Guck mal, ich bin einfach wieder auferstanden. Hier. Kann. Sauer. So ein Ding ist das. So, müssen wir trainieren nochmal. So, von ihm hole ich mir jetzt als allererstes mal einmal Blut. Das benötige ich. Ach, das war schon. Schade. Wieso sind denn jetzt drei Leute hier? Mach doch die Attacke. Er macht sie nicht. Jetzt. Aha. Okay, das war jetzt zu früh. Juckt ihn überhaupt nicht. Das war gut. Hallo? Ich versuche immer falsch auszuweichen. Haha, ich bin schon wieder nicht ausgewichen. Wieso? Ich drücke immer den A-Knopf. Das war's. Hat er was fallen lassen? Jo. Der hat auch was fallen lassen. Haben die alle was fallen lassen? Ja, er nicht, er ist geizig. Was ist jetzt passiert? Oh! Hey, das war cool. Nice! Wieso kann ich denn sowas Cooles? Aber das heißt auch viele versteckte Sachen wahrscheinlich. Die ich dann nur so erkenne, wenn ich in diesem Modus bin. Zieht mir das Blut ab? Nee. Warum konnte ich denn hier drauf? Einfach wahrscheinlich zum Abhauen. Gut, zum Regenerieren oder so. Nee, es gefällt mir bis jetzt. Kampfsystem ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss man sagen. Aber in Ordnung, absolut in Ordnung. Blöd, dass die Waffen haben. Also Schießwaffen, ne? Schießwaffen. Ja klar. Wer kennt sie nicht? Die bösartigen Schießwaffen. Schießeisen, ne? Schießeisen. So, gibt's auch mal hier freundliche Leute? König und Vaterland brauchen sie, schließen sie sich und helfen sie. Natürlich, machen wir. König und Vaterland brauchen sie, schließen sie sich den britischen Truppen an und helfen sie unseren tapferen Jungs an der Front. Claro. My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. Nein, du musst dich dem hingeben. For what happened to us. Guck mal hier, da ist doch hier was. Schilling, danke schön. Den brauchte ich. Und hier lag auch noch was. Ach, der kann sich. Oh, das ist nice. Thirst for blood. Also ich könnte mich rein theoretisch nur von Ratten oder auf Getier ernähren. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Das ist ja mega nice. Aber, ganz ehrlich, ich hab... War da noch eine? Da war noch eine. Kaum böse Charaktere gespielt. Ich hab einfach richtig Bock, mal die Leute hier richtig auszusaugen. Egal, wie nett die sind. Ja, ich bin Vampir, verstehst du? The dizziness from the jump. I can now control it.
Ja, einfach mal eine neue Fähigkeit innerhalb von ein paar Sekunden gelernt. Auch geil. Kann nicht jeder. Schilling. Mal gespannt, was wir uns dafür kaufen können. Weggesnackt. Zack, meins. Ja, aber schmeckt doch gut, oder? Oder findest du jetzt nicht so? Warum konnte ich, kann ich hier rein? Why? Hm, I don't know. What will London have to say to me? Hä? War ich nicht hier gerade? Hä? Habe ich mich jetzt selbst ausgetrickst oder was? So many questions unanswered. Hä? Nee, das ist einfach kopiert gewesen oder was? Streets of London become a mausoleum. Wahrscheinlich ein Homie von uns oder von einem Homie von uns getötet. The man has been drained of all blood. Oh nee. But I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Fresh blood. The smell is so strong. Hmm. Können wir uns auch von Vampiren ernähren? Das wäre nice. Das wäre verdammt geil. Ah, guck mal, hier kann ich rein. Hallo, ist hier jemand? It's locked. Ja. Super. Eine Tür offen, die andere zu. Super geil. So, hier ist eine Blutspur. There is no one inside. Wollen wir mal checken? Ne, geht nicht. Okay, gehen wir mal Where gucken. Has everyone gone? Sneaky Part. Unterschlupf. Ein neuer Unterschlupf ist im Bezirk verfügbar. Sieh auf deine Karte nach. Woher weißt du, dass das ein Unterschlupf verfügbar ist? Fragen über Fragen. Ach, das sind die Unterschlüppe. Unterschlüppe, ja. Unterschlüppe, natürlich. Du hast einen neuen Unterschlupf gefunden. Hier kannst du deine EP verteilen, während du dich ausruhst oder Gegenstände am Arbeitstisch herstellst. Und was ist das Geflackere? Gehört das mit zum Unterschlupf? Keine Ahnung, was das ist, aber mach mal. Alle auffüllen. Ich hab noch keine Knarre. Doch, ich hab doch eine Knarre. Ach, du Heilige. An Arbeitstischen kannst du Folgendes herstellen. Medizinische Behandlung, um kranke Bürger zu behandeln. Sera, um dich selbst zu stärken. Waffenaufwertung, um deine Waffen zu verbessern und anzupassen. So, dafür brauche ich... Glasfiole, Chinin, Eisental... Was mache ich denn damit überhaupt? Blutarmut, Erschöpfung, Blutvergiftung... Aha, da oben habe ich Waffen. Genutzter Flock, 10 Schaden. Aufwerten. Aufwerten bräuchte ich, was brauche ich dafür? 2 Stück oder was? Nee, Stufe 2 ist das. Was brauche ich denn dafür? Also ich brauche einen gewöhnlichen Griff und einen Bleistab. Mhm. Okay, wunderbar. Ich habe die Waffe, die kann ich bis jetzt noch nicht ausrüsten. Ich habe auch, glaube ich, keine Munition. So, für die Stufe 2 benötige ich Teil eines gewöhnlichen Abzugs und eine Feder. Und was ist hiermit? Teil eines gewöhnlichen Griffs und eine Bleiplatte. Okay, mal gucken, wo ich die ganzen Geschichten hier herhole. Wahrscheinlich werde ich auch hier ein paar Sachen finden jetzt, ne, zum Herstellen. So zum ersten Mal, oder? Oder? Oder doch nicht? Einen gewöhnlichen Griff habe ich schon mal. Jetzt brauche ich nur noch ein Metallstück. Folge den Spuren des Mörders. Ich habe noch nicht so viel EP, ne, dass ich jetzt irgendwie was großartig nutzen kann. Deswegen werden wir erstmal folgen. Gut, kein Fallschaden. Also zumindest nicht aus der Höhe. Guck mal hier.
Unbekannt. Qualität des Bluts unbekannt. Moin. At last, a little life. Welcome, sir, to the Turk Wars. Hi. Good evening, sir. Grüß dich. Hi. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. Hi. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. Ist jemand in die Bar gekommen? Wie mache ich das so? Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? Was ist hier los? What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Die Kanalratten? Who is this sewer dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blame the sewer dog, eh? You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. I'll leave you to your bottle then. Kann ich nicht trinken? Whoever he may be, the killer recently entered this bar. Maybe some of the locals saw him. Das kann ich alles nicht machen. Moin, grüß dich. Oh God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. Ich suche nach jemandem. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, sir... Yes? No funny business. You hear me? This is a respectable establishment. Okay, alles klar. Bleib cool. Hey. Entspann dich, mein Freund. Die Treppen hoch. Ne, die haben gesagt, das Fenster ist offen. Ich wollte mal was ausprobieren. Und zwar... Ob die Möglichkeit besteht, dass ich da irgendwie hochkomme. Aber das sieht nicht so aus. Da ist der Unbekannte, die unbekannte Person. Ihre Armee braucht sie. Treten Sie noch heute bei. Möchten Sie mehr wissen? Fragen Sie beim nächsten Rekrutierungsbüro nach. Ich kann die so auf jeden Fall nicht trinken. Das ist doof. Erste Tür. Oh. This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area. They do not pursue me. But they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... Shh. I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Slowly, vampire! Who are you? I mean you no harm, saith the vampire. Present yourself! I... Kann ich mich bewegen? Nein. I need a word. Anyone. Well, that's something I can do for you. Ich trinke ich. Das sage ich dir, mein Freund. Bis zum letzten Tropfen. Ist mir egal. Unbekannt, and who ja. Might you be?
Ich bin der Obervampir. I'm not sure that I know anymore. Might I at least learn the reason of your presence? Durst. That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Something, someone, is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. Sie scheinen sich ja auszukennen. Ich bin auch ein Opfer. I've been hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here too. I believe you. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I am performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. Mhm. Mit wem haben Sie gesprochen? I heard another voice, that of a woman. Who were you talking to? Ridiculous. I have no idea what you're talking about. Das war die Vampirin. Something tells me not to trust you. Then the feeling is mutual. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. Das habe ich doch gerade gesagt. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We're both chasing the same shadow. Yeah. A shadow, indeed. Yet I heard his voice in my head. There was a moment I believed I was mad. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? I'll end him. Ist ja wohl klar. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Kann ich nicht einfach den austrinken? Ich klaue ihm einfach sein ganzes Zeug, was er hat. Den ganzen Hab und Gut. Oh, was hast du denn hier so Schönes, hm? Was versteckst du hier noch? Oh, nichts mehr. Ich gehe mal hier gucken, ne? Die ist hier raus. Mal, da haben wir Blut auch. Aber ich kann mich nicht teleportieren. Wer war das? If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Yeah. Someone must know something. I will get to the bottom of this. Ach so, ich muss noch suchen. What's been done to me? To this city. So, wir hatten noch hier die eine Dame. Und noch eine, oder? Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. So, yeah, ich wollte die Wahrheit wissen. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? Wir haben noch nie mit ihr gesprochen. I suspect that someone else was here tonight. And I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please, tell me what's going on. It's Will. William Bishop? He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the cannon factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one here. They used to be good mates. But recently, Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Ja, wenn wir ihn finden. So, Bürgerhinweis. Du hast soeben einen Hinweis entdeckt. Dieser erhöht eine geheime Information über einen Bürger oder über jemanden, der mit ihm in Zusammenhang steht. Öffnen. Tom Watts.
So, Details des Bürgers. Als Vampir benötigst du menschliches Blut, um dich zu entwickeln. Der Balken mit der Blutqualität zeigt die EP an, die du erhalten wirst, wenn du einen Bürger aussaugst. Freigeschaltete Hinweise erhöhen die Menge dieser EP. Das heißt, jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, ich kann sie aussaugen und kriege dadurch jetzt mehr EP. Aber wie sauge ich sie aus? Look, I told you everything. Ja, komm mal mit, ich will mal probieren, wie du schmeckst. Schade. Geizige. So, komme ich hier nicht raus, rein, weiter? Nee. Frage ist, wann kann ich meine Fähigkeiten mal wieder verwenden? Briten arbeiten Hand in Hand. Wir suchen Arbeiter, die technische und verwandter Berufe gelernt haben. So, melden Sie sich noch heute freiwillig für die Rüstungsindustrie. Unterstützt die Männer an der Front mit ausreichend Munition. Ihr werdet genug verdienen. Ja. Ja, ja. Da haben wir nochmal eine Blutlache. Ich bin aber hier komplett falsch. The body is still warm. This man has just been drained of blood. Wunden untersuchen, Kleidung untersuchen. This man was armed. He tried to defend himself. Oh, der sieht aber nicht gesund aus. Oh, Junge, 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 Junge. What's this? Some sort of note. Details. So, 30. Oktober, McCallum, Dockpatrouillen, betreff mehrere Tote bei den Docks. Wir glauben, dass ein dreckiger Blutsauger seine Finger im Spiel hat. Findet das Biest. Schaltet es aus. Und zwar schnell. Achtung, laut jüngsten Berichten ist der Vampir äußerst brutal. Nährt euch nur mit größter Vorsicht. Ich weiß, dass wir in diesem Teil der Stadt zu wenig Männer haben. Doch schickt keine Anfänger los, um der Sache nachzugehen. Wenn ich recht habe, tötet dieser Wilde jede Nacht. Sucht wie immer zuerst verlassene Orte ab. Also alte Häuser, Keller, Kanalisation oder Lagerhallen. Vernichtet den Blutsauger, Brüder. Das habe ich mir gedacht, das wird nämlich bestimmt so sein. Wenn ich jetzt einen auf Böse mache, dann werden die Männer kommen und wahrscheinlich mehr und wesentlich stärker. These men, they're a company of professional vampire hunters. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Ja, kann ich jetzt schon weiter oder muss ich erst noch mal wieder zurück? Western Dock, Status des Bezirks stabil. So, und wenn er unstabil wird, wahrscheinlich, dann ist für mich zappenduster. Konterangriff. Lautlos, außerhalb des Kampfes, lautlos hinter einem Feind. Schade, dass ich nicht sofort aussaugen kann, ne? Ach, der ist auch so einer. Das war's schon? Tschüss. My friend. Schraube. Mir auch ein bisschen. Hier drin was versteckt? Patrone. Schusswaffen. Rüste deine Schusswaffe aus und drücke Y, um sie einzusetzen. Sowohl normal als auch Schockschaden zu verursachen. Beachte, dass die Munition begrenzt ist. Wie wechsle ich die? I feel like I'm back on the front line again. Ah ja. Nee. Oh.
Okay, dann muss ich das wohl vom Menü aus machen. Aber ist ja, glaube ich, jetzt auch erstmal egal. Noch komme ich gut damit aus. Gucken, wie lange noch. Da ist noch einer. Das ist wieder so ein großer. Da könnte ich dann die Schusswaffe schon eher gebrauchen. Da komme ich nicht durch, das ist abgeschlossen. This is not the place for you, sir. Oh, Entschuldigung. Das wusste ich jetzt nicht. Speak English, do ya? Bisschen. Oh, shit. Oh, nee. Was versteckst du hier? Bleiplatte, wunderbar. Jetzt muss ich nur hier raus. Kann ich das auch länger machen? Ach, guck mal, so rennt der. Der kann auch rennen. Nice, wunderbar. So, jetzt muss ich aber runter. Karte des Gegners? Drücke, ja. Oh, jetzt habe ich gedrückt schon. Widerstände. Manche Gegner können gewisse Schadensarten besser widerstehen. Es gibt vier Arten von Widerständen. Physisch, Nahkampf, Fernkampf, Kämpfe, Blut, Schatten. Orange weist auf eine mittlere Widerstandsfähigkeit hin. Rote Gegend auf eine hohe Widerstandsfähigkeit. Aha. Kleine hat gar keine. Das war's schon. 730. Sammeln wir doch mal ein bisschen EP, ne? Ich will ja aufsteigen. So, wo haben wir denn noch einen Gegner? Noch einen Feind? Mal hier. Und da was in der Kiste? Ne, bleibt zusammen. Passt doch voneinander auf. Natürlich, ab so einer gewissen Anzahl wird es dann schwieriger. Guck mal, hier sind schon wieder zwei. Ah, ich müsste gar nicht kämpfen. I said, stay away, sir. Schlaf, du, schlaf. Müsste ich die abgenutzt? Oh, guck mal, cool, schön, nice. Kann ich mich da irgendwie... Ach, shit, das sind zu viele hier. Sleet spotted! Selfie, piece of shit! Burn, vermin! Hey, wieso schießt er nicht auf ihn? Ja, ich muss zuerst ihn eliminieren. Drei Stück? Das ist der Typ.
Boah, wenn ich dann erstmal ein Update bekomme von der Waffe und so, oh, das wird nice. Was habe ich gekriegt hier? Oh, ich weiß, manche unserer Gefährten glauben, ihr größter Vorteil im Kampf gegen die Blutsauger sei, dass sie tagsüber nicht rausgehen. Also könnten wir ihre Verstecke suchen und sie ausschalten, während sie hilflos schlafen. Das ist ein anfälliger Fehler. Erstmal sind Vampire listig und sie haben viele Finten und Tricks parat, um in ihrem Versteck nicht gefunden zu werden. Zweitens stellen sie gefährliche Fallen, um jene, die in ihren kostbarsten Rückzugsort eindringen, zu töten. Es würde uns zu viel Zeit und zu viel Leben kosten, Vampire in ihren Verstecken zu finden und auszulöschen. Die beste Taktik ist, ihnen zu folgen und sie zu vernichten, wenn sie wirklich am verwundbarsten sind, nachts, wenn sie jagen. Dann ist es einfacher, sie anzugreifen, da sie leichter entdeckt werden können. Deshalb muss die Wache von Priven neue Taktiken zur Jagd auf die Blutsauger entwickeln und anwenden. Kleine bewegliche Patrouillen und Taktiken, die wissenschaftliche Fortschritt und moderne Kommunikationswege nutzen. Wir können viel vom Krieg in Frankreich lernen. Neue Strategien, neue Ausrüstung, neue Waffen, Granaten, weißer Phosphor, ultraviolettes Licht, kugelsichere Weste und Flammenwerfer. Die Wache von Priven muss im 20. Jahrhundert ankommen. Aus Ein neuer Krieg von Jeffrey McCallum, Anführer der Wache von Priven. Aha, also wollt ihr ein Update haben, um gegen mich zu kämpfen? Das ist so unfair. So, guck mal, der hat auch noch was fallen gelassen. Patronen, wunderbar. Hier ist nochmal eine Kiste. Da liegt auch nochmal was. Auch nochmal Patronen. Ja, ich müsste mal gucken, wie ich die wechsle, ne? In die Tasche. Nehmen wir 16, 45. Boah, 45. Ach, 160 Schaden. Okay, ich weiß noch nicht, wie ich die wechsle. Nee. Okay, wunderbar. Irgendwie klappt das nicht so. Noch ein neues Versteck. Unterschlupf freigeschaltet. Schilling. Nehme ich doch gerne mit. Ich habe 830, ist jetzt noch nicht so viel. Da muss ich noch einige eliminieren. Mal gucken, ob wir noch hier irgendwas rumfliegen haben. Teil einer Bleiplatte. Wunderbar, dann kann ich doch jetzt eigentlich schon updaten. Und zwar... Nee, da fehlt mir noch eins. Oh, nee. Ja. Aluminiumfragment. Abgenutzte Machete. So, ich habe die jetzt auf jeden Fall schon mal auf Stufe 2. Da brauche ich noch 3 weitere Sachen. Aha. 190. Schattennebel 250. Ulti. Blutkessel 400. Aber ich muss jetzt erst einmal... Ach guck mal, das kann ich auch weiter erhöhen und das auch. Reichweite mittelweit. Biss. Fester Biss. Erhöht den verursachten Schaden, wenn Biss im Kampf verwendet wird. Das ist wichtig, ne? Oh, ach du Heilige, hör auf. 300 kostet mich das. Nee, was? Wie viel kostet mich das denn jetzt? Doch, 300, ne? Ja, klar. ...1400 Schaden. Entweder werden die Gegner extrem ultra. Was haben wir hier? Das ist die schnelle Regeneration, Zustand des Körpers, Gesundheit. Okay, 190. Was haben wir hier? Blutbarriere. Und Gerinnung. 2 Sekunden Kontrolle. Das kostet gar nichts, oder was?
Ah, hier. 600. Oh, holy shit. Blutspeer und Schattennebel. Ja, machen wir doch mal den Blutspeer einfach mal. Komm. Das kostet 1000. Da oben steht 190 Blut und jetzt 1000. Nee, ich will die nicht verwerfen. Ich will bestätigen. Die folgende Nacht. Bessern dockst. Und dann würde ich sagen, war's mit der Folge. Und wir werden uns in der nächsten wiedersehen. Und dann werden wir mal gucken, ob wir den Typen endlich mal finden. Bis dahin.